Also das Ding hat schon mal hinten immer blaue Tränke. Das hier noch nicht. Okay, das ist jetzt mein nächstes kleines Projekt. Also mit dem Eisen scheint jetzt ja ganz gut durchgehen zu laufen. Au. Es kommt nicht genug Eisen an für die Chips. Aber es kommt ein bisschen was durch. Das ist okay. Das wird dann aber hier verbraucht. Kommt für die anderen Projekte noch Eisen an? Du brauchst gar kein Eisen. Du brauchst Eisen. Also es werden keine Module mehr hergestellt. Weil die Chipfabrik alles wegnimmt. Wir könnten die hier eigentlich rausnehmen. Ja, so trudelt jetzt ein bisschen was dran vorbei. Ja, da kommen wenigstens ein paar hier unten an und die Module können gebaut werden. Nicht super schön die Lösung, aber es funktioniert erstmal. Aber das ganze Ding könnten wir eigentlich abreißen. Die Fabrik da oben produziert jetzt so viel. Mach mein Stack voll bitte. Die produziert so viel, dass die hier unnötig ist momentan. Ja, mach die mal aus. Das heißt, das Ding wird gar nicht mehr mit Eisen versorgt. Wird also jetzt aufhören zu arbeiten, dann ist gut. Wenn wir da irgendwann nochmal Mangel haben, kann ich es wieder anschalten. Ist ja nur hier die Ärmchen hinstellen. Okay, ich wollte aber eigentlich gucken bei den blauen Tränken hier. Wir könnten aus dir noch eine Stufe besser Fabrik machen. Aber das wird nicht so viel mehr bringen. Na doch, ein Slot noch mehr. Ja, wir haben das jetzt 10% schneller gemacht oder so. Aber es hapert echt an der Produktionsgeschwindigkeit. Das wäre eine Sache, wovon wir wirklich eine zweite Fabrik brauchen würden. Na, aber das ist platztechnisch ein bisschen problematisch, richtig? Das Ding hier ist doof. Ich hätte gerne das Zahnradding irgendwo unten, aber dann wäre die Versorgung von dem Ding mit Zahnrädern wieder doof. Wobei das brauchen wir fast nie. Also wenn wir Skynet aufbauen würden, was ich momentan nicht wirklich will, dann würden wir es brauchen. Aber jetzt brauchen wir es für ab und an mal ein Auto bauen. Ja gut, also wir haben es nicht nur um 10% gesteigert, sondern auch ein bisschen mehr. Weil wir konnten ja auch noch ein Speedmodul reinhauen. Das sollte eigentlich okay sein. Speedmodul 3. Wäre eine gute Anschaffung demnächst, glaube ich. Was brauchen wir dafür? Brauchen wir Speedmodul 2? Macht Sinn. Wir brauchen Rotschiffs, wir brauchen Grünschiffs, wir brauchen Stahl. Das ist alles noch sehr machbar. Also ist das jetzt mittelfristig auch eins unserer Ziele. Unter die Fabrik noch eine Fabrik setzen, die genau die gleichen Ressourcen braucht. Ist alles super. Können wir schon hinbauen. Da. So. Wir haben es noch nicht zur Auswahl, aber wir können die ganzen Ärmchen schon mal hinstellen. Das heißt, du bekommst da ein kurzes Ärmchen, da ein langes Ärmchen. Die werden runtergezogen und fertig. Also, ja, noch eine Output-Kiste. So. So. Das heißt, sobald es fertig erforscht ist, können wir hier einfach einstellen, mach Speedmodule MK3 und er ist vollkommen ready to go. Richtig? Also, Quatsch, nicht hier gucken, sondern da gucken. Stahl, Grün, Rot, Zeit und Module. Ja, alles da. Sehr schön. Und wenn wir dann MK3-Module haben, können wir das Ding auch weiter aufpushen, damit wir das endlich hinbekommen, dass hier genug blaue Tränke sind. Und ja, ich könnte natürlich jederzeit einfach hier, wir haben tierisch viel Platz noch an der Basis, ich könnte jederzeit irgendwo noch einen Komplex bauen, der nur dafür da ist. Aber ich, ne? Ich würde gerne mit dem falsch gebauten, was ich bisher habe, einigermaßen klarkommen mit dem hier. Weil das bräuchte schon recht viele Zwischenprodukte. Vor allem ist mit den Ärmchen ist ein bisschen lästig. Warum kriegst du keine grünen Chips ab? Weil dir die grünen Chips klaut. Das Ding legt die schon schnell raus. Okay. Aber du legst die langsam raus und langsam rein. Okay, dann kriegst du hier einen schnellen und da einen schnellen. Dann ist unsere schöne Pufferkiste bald wieder leer, aber dann ist sie halt leer. Dafür bekommen wir wenigstens genug grüne Ärmchen, dass die Fabrik mit der jetzt erhöhten Geschwindigkeit auch wenigstens durchgehend arbeiten kann. Genau, weil hier war schon wieder ein erster Häkchen in den Haker. Ein
Na, ist das Problem. Gut, 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 gut. Also, blaue Tränke laufen weiter. Hm. Womit beschäftigen wir uns jetzt? Muhaha. Hm. Roboter, nein. Stromversorgung sieht immer noch sehr gut aus. Akkus sind vorhanden. Achso, du bist so eine große Eisenkiste, ne? Warte mal. Dann ersetzen wir doch mal die große Eisenkiste durch eine große Stahlkiste. Und ich würde übrigens richtig, richtig gerne die ganz großen Kisten sehen. Das wäre dann das hier als Forschung. Die sind nämlich 3x3. Das muss hammermäßig aussehen. Weil es ist irgendwie schon cool, so einen richtig schönen Puffer hier zu haben. Mit mal eben 15.000 Kupferplatten drin. Achso, und dreh dich mal um. Ich hätte nämlich hier auch ganz gerne so einen Riesenpuffer an Eisen. Oh, ist das schick. Richtig, richtig schick. Okay, ich muss dran denken, es hält nicht ewig. Also während ich hier wieder am Rumwuseln bin, wird oben im Erz 1 nach und nach das Eisen ausgehen. Dann haben wir auch irgendwann da kein Eisen mehr. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen. Deshalb produzieren wir schon recht viel Smog hier. Aber es kommt noch nicht bei einer Basis an. Wir sollten uns Gedanken machen, dass wir das Ding da annektieren und das da. Oder wir heizen mit dem Buggy hier durch. Wobei ich mir Gedanken mache, dass das bald mit dem Buggy durchfahren nicht mehr geht. Und hier sind sehr viele Basen. Ich hätte gerne Radarabdeckung für das gesamte Gebiet hier. Also große Kisten, Speedmodule MK2 und Radar MK2 wäre alles. Oh. Muss echt vorsichtig sein. Wären alles schöne Projekte für demnächst. So, du kannst weg. Weg. Und Lasertürme, ne? Damit sollten wir eigentlich auch demnächst anfangen. Haben wir denn genug Sachen, um die ganzen Maschinen einmal zu bauen? Nee, wir haben keine Diamanten. Das heißt, wir sollten eigentlich das Ding da neu aufbauen. Das werde ich aber erst neu aufbauen, wenn wir 56 Lasertürme dahinstellen. Das klingt doch gut. Bau mal bitte. Und klau bitte irgendwo Steinzahnräder, damit das Spieleinventar nicht alles machen muss. Da. Kein Stein. Och, Menno. Achso, das hatten wir händisch irgendwie gemacht hier, ne? Ja, fast kein Platz im Inventar. Das war eine super Entscheidung. Wo ist die Befüllanlage für Stein? Hier. So, Ziegel werden wieder produziert. Oh. Ja, hier unten ist kein Schmelzzeug. Das ist absolut kein Problem, weil die ganze Anlage zerstört werden kann. Ist hier Roboterabdeckung? Stimmt nicht, ja? Doch, gelb ist hier. Okay, das heißt, wir können das Ganze hier von Robotern abbauen lassen. So, so, alles weg. Ah, ist das praktisch. Eigentlich müssen wir hier auch noch einen Roboport hinbauen, um das alles abzureißen. Ja, und ihr seid noch ein Relikt aus der Vergangenheit. Und mein Notfallpuffer an Kohle, den lasse ich aber da stehen, das ist okay. Aber das hier sah echt doof aus. Das hier kann dann auch noch alles weg. Das auch, das auch. Das kann dann alles weg. Nicht den eigenen Roboport abreißen, bitte. Danke. Das weg, das weg, das weg. So, und wird alles einsortiert in die Kisten. Sehr schön. So, Steinzahnräder, deswegen war ich eigentlich hier. Und eigentlich Inventar ausmüllen, weil, ne? Mal wieder zu voll. Ja, das mache ich sogar mal. Ich hätte gerne ein ME-System. Weil ich sortiere immer wieder mein Inventar aus und die ganzen Kisten füllen sich jetzt mit Kram und ich weiß nie, wo welche Kiste was drin ist. Also ein Kupferdraht bekommst du. Das da bekommst du. Landfill bekommst du. Trainstops bekommst du. 3 Resins bekommst du. 2 Stangen. Rote Tränke, 5 Batterien, eine große Kiste, Holzkisten. Holz.
Eisenerz. Das sieht okay aus. So, die Steinzahnräder brauche ich doch. Ja, hier ist aber, hier sind Eisenzahnräder, da sind Eisenzahnräder. Und die gehören eigentlich in die Eisenzahnräderkiste da. Oder gehören benutzt. Was? So, ist voll. Händisch reinlegen, so. Fließbänder. Brauche ich jetzt noch so viele rote Fließbänder? Weiß ich gerade gar nicht. Aber ich glaube, ich stelle noch mal so ein Laufdingens her. Dafür bräuchten wir übrigens 30 rote Engines und... Oh, ich brauche noch mehr Solarzellen, sonst wird das Laufding gar nicht durchgehend arbeiten können. Das ist eine gute Idee. Okay. Lasertürme wurden derweil auch gebaut. Das heißt, wir könnten jetzt den Edelstein-Drill wieder aufbauen. Der letzte wurde ja komplett zerstört, mitsamt den ganzen Edelstein, was ich immer noch sehr, sehr unfair finde. Naja, ist nicht wirklich unfair, aber es ist halt ärgerlich. So, dafür brauche ich Chunks of Ruby. Die wurden auch irgendwo hier einsortiert, genau da. Bau bitte zwei waren das, glaube ich, die wir brauchten. Bau bitte zwei davon und die restlichen Chunks können wieder zurück. So. Du? Das sind sogar zwei Schildmodule, die ich voll aufgeladen habe. Sehr schön. Da. Gucken wir mal. Oh, guckt euch das mal an, wie schnell die Batterie leer geht. Ja, nee. Und jetzt springt das alle 10 Sekunden ab und an mal an? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Oh, ist das langsam. Und zwei Schritte gehen. Ja, nee. Du, nimm das bitte wieder raus. Das kommt später. Wir brauchen viel mehr Solarzellen, wir brauchen viel mehr Batterien, wir brauchen eigentlich einen Fusionsreaktor. Vorher können wir nicht wirklich mit mehreren Gehhilfen arbeiten. Geschweige denn einer. Der hat jetzt schon Probleme, eine zu versorgen. Mann, Mann, Mann. Okay, wir wollten viele Sachen machen. Wir wollten das da machen. Was auch kein Problem ist. 300 Liter Tränke sind machbar. Wir wollten aber ebenso große Kisten, was nicht ganz so machbar war. Radaranlagen MK2. Wo sind die? Da. Wir wissen nicht, was es macht. Aber ich will es wissen. Und es dauert 30. Wie lange dauern die anderen? 60? 30. Nee, komm, mach mal die Radaranlage. So. Und die Züge sind jetzt baubar. Da, Armut Cargo braucht Rubber. Okay. Wir müssten sehr viel genau. Wir müssten sehr viel Rubber im System haben. Dann mache ich das wieder bei euch rein. Zack. Zack. Ihr bekommt mal Kisten für sowas. Keine Zahnräder. So, den Rest wird zusammen verarbeitet. Und dann bekommt ihr eine große Kiste. Das ist eine gute Idee. Brauchen wir eine große Eisenkiste? Die sind... Wow. Brech mal kurz die Diamantgeschichte da ab, danke. Große Eisenkiste in der Mitte, die ihr dann beide befüllen dürft. Mit Rubber. Okay. So, die große Diamantgeschichte braucht wohl recht für die grünen Chips. Die nehme ich mir mal hier raus. So. Da, zwei Stück. Sieht schon besser aus, okay. Rubber wird hergestellt. Ihr kriegt mal die ganz normalen MK1-Speed-Module. Und schnellere Rauslegärmchen. So, wofür wollte ich das Rubber jetzt haben? Für die Züge, ne? Ja, Armored Cargo Wagon. Armored Lock. Die Armored Lock wäre bestimmt auch schön zu haben, falls wir mal durch Creeper durchholzen müssen. Weiter, nicht Creeper. Aber eigentlich sind die mir hier wichtig, um zu gucken, ob sie eine größere Kapazität haben. Das heißt, ich müsste jetzt warten, bis der Zug kommt, richtig? Oder einfach einen Nicht-Armored hinsetzen. Ich glaube, ich warte einfach mal auf den Zug. Und währenddessen kann ich gucken, wie hier die Reste noch abgebaut werden. Ja, hier hat sie das richtig gestaut. Nimm mal die 2K von da. Oh, tu die mal hier rein. So, also.
Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mal 2, also 20. Kann ich dich einfach so ersetzen? Nein, kann ich nicht. Okay, dann setzen wir dich auf ein Haltegleis irgendwo hier. Und gucken, wie viel du hast. Weniger. Weniger ist nicht mehr. Egal, was der Junge von Worf sagt. Das ist jetzt sehr enttäuschend. Also ja, sie sind gepanzert und ja, sie werden wahrscheinlich sehr schwer zu zerstören sein, aber das ist absolut uninteressant für mich. Schade, 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 schade. Jetzt bleibt meine Hoffnung auf den Highspeed-Zügen, dass die sowohl schneller als auch mehr transportieren können. Also so oder so könnte man eine Highspeed-Lok dann an die normalen Waggons ranhängen. Ich hoffe mal, dass die normalen Waggons das mitmachen. Wobei es auch gut sein könnte, dass die Lok dann so schnell ist, dass normale Waggons kaputt gehen, wenn man sie ranhängt. Und man den Highspeed-Waggons braucht für die Highspeed-Loks. Na gut, ich sollte nicht meckern. Momentan schafft der Zug hier eh nicht. Also ist der Zug eh nicht vollkommen ausgelastet, weil wir nicht genug Eisen ranschaffen. Aber für die Zukunft wäre es halt ganz schick gewesen, wenn wir eine Möglichkeit hätten, mehr zu transportieren. Und ich weiß, dafür gibt es auch Mods, aber ich würde eigentlich primär auf Ditech fokussiert bleiben. Und wenn Ditech irgendwo irgendwelche Lücken hat, wie es halt mit den Bäumen oder so, dass wir dann versuchen, das erstmal als Spieler zu beheben und nicht einfach einen Mod oben drauf klatschen, der es dann noch einfacher macht. Und bisher läuft es ja ganz gut. Also ich muss echt sagen, ich bin sehr zufrieden jetzt in den letzten Folgen, wo sich das hier ergeben hat mit dem Eisen, dass wir halt nicht immer hoch und runter laufen müssen und dass wir genug Ressourcen hatten, um alles hier zu optimieren ein bisschen. Das war richtig, richtig schön. Und jetzt können wir nach und nach versuchen, die Welt zu erobern und die ganzen sehr teuren Forschungen zu machen. Und da bin ich auch schon gespannt drauf. Also was Ditech noch so liefert an größeren Herausforderungen, die nächsthöheren Beißer, werden wir einen richtigen Ego-Dämpfer verpassen, denke ich. Dann werden wir halt Gegenstänker mit besseren Türmen und Zehnfachmauern und all sowas. Und dann schauen wir, was noch so da ist. Also es macht richtig Spaß. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bye, bye.